Die Sendereihe rund um Forschung und Wissenschaft. Neues aus der Medizin, unter anderem mit dem Thema Wirbelsäulenchirurgie. Jetzt. Willkommen zu Neues aus der Medizin, Ihrem Magazin aus Forschung und Wissenschaft. In unserer Sendung heute geht es um folgende Themen. Das Gehirn als Knetmasse. Musik bringt graue Zellen in Schwung. Medizinisches Kontrastprogramm. Bessere Wundheilung bei Diabetikern. In unserem ausführlichen Talk fragt den Doc, machen wir einen Ausflug in die Orthopädie und sprechen über die Wirbelsäulenchirurgie. Willkommen zurück zu Neues aus der Medizin, liebe Zuschauer. Wenn es bei Ihnen im Rücken zwackt, dann sind Sie in Gesellschaft von weit über 80% aller Deutschen. Ob Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule oder Brustkorbbereich, mindestens einmal im Leben haben wir Schmerzen in einem der sensibelsten Bereiche unseres Körpers. Was tun? Ich spreche darüber bei Frag den Doc mit Dr. Bernd Illerhaus, Facharzt für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie vom Orthopädisch-Neurologischen Zentrum in Datteln. Er ist auch Mitglied des Deutschen Orthopädie-Netzwerkes DON. Willkommen bei uns bei Neues aus der Medizin. Die erste Frage. Zunächst mal, Sie sind Facharzt für Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurg. Was hat denn beides miteinander zu tun? Und prinzipiell als Facharzt für Neurochirurgie ist man ja ausgebildet in der Gehirnchirurgie und in der Rückenmarkchirurgie. Und dementsprechend, da das Rückenmark in der Wirbelsäule verläuft, muss man sich natürlich auch insbesondere mit der Wirbelsäulenchirurgie auskennen. Welche Ursachen gibt es denn für Schäden an der Wirbelsäule? Ja, die meisten Fälle, die wir behandeln, sind degenerativ. Das heißt, es sind Verschleißerscheinungen, die auftreten. Das hängt damit zusammen, dass das Körpergewicht sicherlich eine Rolle spielt, die körperliche Belastung im Beruf, manchmal auch im Sport. Wie stellen Sie Ihre Diagnosen? Wie funktioniert sowas? Einfach nur Körper betrachten, dann weiß man es? Ja, so einfach ist das nicht. Also prima, an erster Stelle ist immer das Gespräch mit dem Patienten, wo es denn zwackt, wo es ihm eigentlich wehtut. Dann versucht man mit dem Patienten natürlich zu erörtern, was kann die Ursache sein. Dann erfolgt die bildgebende Diagnostik, um halt den Verdacht zu beweisen. Und dann natürlich die Therapieplanung, was man mit dem Patienten machen kann, um ihn von seinem Leiden, von seinem Zwicken zu erlösen. Genau. Was verstehen Sie unter bildgebende Diagnostik? Also bildgebende Diagnostik gehört einmal das Röntgenbild der Lendenwirbelsäule oder der Halswirbelsäule, die Kernspintomographie als nicht strahlungsintensives Verfahren oder auch manchmal, selten allerdings eingesetzt, die Computertomographie. Wann ist denn eine Wirbelsäulenoperation überhaupt notwendig? Sehr, sehr, sehr selten ist eine Wirbelsäulenoperation notwendig. Also gezwungen, tätig zu werden, operativ wird man eigentlich immer nur dann, wenn der Patient neurologische Ausfälle hat, zum Beispiel Blasenmastdarmstörungen oder Lähmungen. Bleiben wir aber trotzdem mal dabei bei einer Operation. Wo überall kann man an der Wirbelsäule denn operieren? Im Prinzip überall oder gibt es da so Ausnahmen? Da gehe ich lieber nicht ran. Vielleicht gibt es sowas ja auch. Nein, prinzipiell kann man überall an der Halswirbelsäule operieren. Gerade wir Neurochirurgen operieren ja auch sehr viel an der Halswirbelsäule. Haben auch da, muss man ganz klar sagen, im Vergleich zu der Lendenwirbelsäule deutlich bessere Ergebnisse. Also prinzipiell ja, kann man überall operieren. Woran liegt denn das, dass es so unterschiedliche Ergebnisse gibt? Sie haben gerade das Beispiel gesagt, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Ist das anatomisch bedingt oder? Ja, das ist anatomisch bedingt durch den Verschleiß, den natürlich die tragenden Kräfte an der Lendenwirbelsäule sind doch deutlich größer als an der Halswirbelsäule. Und man kann schon kurativ, sprich heilend an der Halswirbelsäule besser eingreifen, durch zum Beispiel Bandscheibenersatzverfahren. Welches Ziel hat eine solche Wirbelsäulenoperation letztendlich dann? Letztendlich natürlich erstmal die Beschwerden des Patienten hinwegzunehmen. Als zweites natürlich die Erkrankung aufzuhalten oder zu heilen. Das Heilen können wir nicht immer erreichen. Welche Möglichkeiten der Prothetik gibt es denn heute? Ich habe gelesen, man kann alles Mögliche ersetzen im menschlichen Körper. Geht das an der Wirbelsäule auch? Ja, so weit sind wir noch nicht. Alles Mögliche nicht. Aber im Bereich der Lendenwirbelsäule können wir natürlich die Bandscheibe sowohl an der Halswirbelsäule als auch an der Lendenwirbelsäule künstlich ersetzen durch ein künstliches Bandscheibenplantat. Wir können auch die Facettengelenke heutzutage, was ganz neu ist, ersetzen. Also künstliche Facettengelenke schaffen und einbauen. Das sind so das, was man machen kann. Wie funktioniert denn so ein Einsatz einer solchen Prothese? Gehört das zur hohen Kunst der Wirbelsäulenchirurgie? Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie sowas funktionieren kann. Das Einsetzen selber nicht zur hohen Kunst, natürlich ist der Weg das Schwierige, um da erstmal hinzukommen. Letztendlich muss man die gesamte Bandscheibe ausräumen und dann das passende Implantat. Und dazu braucht man natürlich auch Erfahrung, um zu wissen, was für eine Belastung ist da auf diesem Bandscheibensegment, welche Bewegung will ich eigentlich wiederherstellen mit dieser Bandscheibenprothese. Das ist so das Know-how, was man sich aneignen muss, um dann auch das passende Implantat, das kann eine unterschiedliche Firma sein, auch eine unterschiedliche Größe, für den Patienten jeweils herauszusuchen. Das ist eine sehr subjektive Lösung. Dauert aber eigentlich ein bisschen länger eine solche Operation als eine einfache Versteifung beispielsweise.
Ja, wobei die Zeit eigentlich nie die Rolle spielt. Also eine lange Operation muss nicht schwer sein, eine kurze Operation muss nicht leicht sein. Das kann man so nicht verallgemeinern. Welche Risiken bergen Wirbelsäulenoperationen? Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein sensibler Bereich in unserem Körper. Gut, es gibt natürlich sehr wenige weniger sensible, aber die Wirbelsäule ist doch schon für jeden eine sehr sensible Geschichte. Da darf man nichts falsch machen. Ja, insbesondere dann natürlich gerade Nerven durch die Wirbelsäule ziehen, die natürlich die Bewegung in den Armen und in den Beinen steuern, ist das sehr wichtig, dass gerade diese Nerven nicht verletzt sind. Das ist auch das hohe Ziel. Ansonsten können natürlich jegliche chirurgische Komplikationen wie Wundinfektionen und Nachblutungen auftreten. Die sind sehr, sehr, sehr selten, aber nicht auszuschließen. Nächste Frage schließt sich eigentlich fast automatisch an. Wie viel Erfahrung braucht man denn, um solche Operationen durchzuführen? Vom Studium gleich an den Tisch wäre vielleicht doch nicht so gut, oder? Nein, sicherlich nicht. Das kann man auch nicht. Also nach seiner Facharztausbildung ist man auch noch nicht fertig. Also letztendlich erlernt man das im Laufe der Jahre und auch mit seinen Fällen. Also man wächst da immer mit hinein und wächst auch manchmal über sich hinaus. Da muss man sich wieder ein bisschen zurücknehmen. Darf ich fragen, wie viele Operationen diesbezüglich Sie schon hinter sich haben? Ja, oder schon erfolgreich? Tausende. Dann können wir uns getrost an Sie wenden. Gerne. Kann man denn den Patienten die Angst vor einer solchen Operation nehmen? Patienten haben immer Angst vor OPs, ist klar. Aber gerade da, wie machen Sie sowas? Müssen Sie ein bisschen psychologisch sein? Das ist sehr schwierig. Also letztendlich ganz die Angst nehmen vor einer Operation kann man, glaube ich, den Patienten auch nicht. Weil natürlich man auf einer anderen Situation ist. Wenn man sich selbst in die Situation versetzt, ich hatte das Glück bzw. das Pech, dass ich operiert werden musste, steht man da völlig hilflos da. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Also wichtig ist das Gespräch, dass man dem Patienten genau erklärt, was macht man eigentlich, was ist das Ziel, was kann passieren. Mehr kann man dem Patienten auch nicht anbieten. Ist eine Wirbelsäulendegeneration, denn um die handelt es sich ja immer in diesen solchen Fällen, durch eine OP immer heilbar? Leider nein. Man kann das nicht immer komplett heilen. Man kann natürlich die Erkrankung aufhalten und insbesondere, wenn ein Segment, was ja ein Bewegungssegment der Wirbelsäule ist, erkrankt ist und man das wieder in Bewegung setzen kann, das Fortschreiten der Erkrankung und die Belastung der Segmente darüber und darunter aufhalten. Und das ist auch immer das Hauptziel. Das heißt, das Ziel der Operation ist erreicht, wenn man die Erkrankung gestoppt hat. Welche Rolle spielt denn ein Schmerzmanagement in diesem Zusammenhang? Also postoperativ gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten, dass der Patient Schmerzen erleidet, ne? Richtig. Natürlich ist vor jeglicher Operation eine konservative Schmerztherapie vonnöten. Natürlich kann man sehr, sehr viele, fast 99% der Patienten auch konservativ sicherlich gut führen. Nur letztendlich ist man heute in einer Lebensqualität, die man natürlich auch halten will oder verbessern will. Und da muss man natürlich sagen, kann man manchmal das nur schaffen, indem man auch die Pathologie aus dem Weg räumt. Und das kann man manchmal auch dann nur operativ machen. Wann ist denn ein Patient nach einer solchen Operation wieder gesellschaftsfähig? Kann man sagen, vom Tisch runter, nach einem Tag und dann geht es wieder los, an den Schreibtisch zumindest? Nein, wir sind relativ schnell, was die Krankenhausaufenthaltsdauer beträgt. Das ist ungefähr 3 bis 5 Tage bei einer Stabilisierungsoperation. Gesellschaftsfähig, dass er seinen Job wieder aufnehmen kann, so ungefähr nach 4 bis 6 Wochen. Aber natürlich ist er durchaus vollmobil, kann sofort aufstehen und natürlich auch die häuslichen Arbeiten im Hause tätigen. Kartoffeln schälen, abwaschen funktioniert. Selbstverständlich. Lassen Sie sich sportliche Aktivitäten auch wieder uneingeschränkt ausführen nach einer solchen Operation, nach einer gewissen Zeit natürlich? Ja, eine Operation sollte nie zu einer Erniedrigung der Lebensqualität führen. Also wenn jemand sportlich aktiv war, dann sollte er das auf jeden Fall auch wieder erreichen können. Heikle Frage oder vielleicht auch nicht. Wird denn zu viel an der Wirbelsäule operiert? Sie haben gesagt, eigentlich ist das das Mittel der letzten Wahl, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Trotzdem haben wir jetzt die ganze Zeit über OPs geredet, weil es ja auch unser Thema ist. Trotzdem nochmal, wird zu viel operiert oder ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung? Nein, es wird definitiv zu viel operiert, das ist gar keine Frage. Ich kann das nur aus meinem eigenen Patienten gut sagen oder aus unserer Praxis, wo wir weit über 80-90% der Patienten konservativ in den Griff kriegen. Aber, jetzt kommt das große Aber in der Wirbelsäulenchirurgie, manchmal wollen die Patienten natürlich auch eine schnelle Lösung. Und da ist natürlich man mit einem durchaus kleineren operativen Eingriff durchaus schneller als eine langwierige, schmerzhafte, konservative Therapie. Wann werden denn solche Wirbelsäulendegenerationen konservativ behandelt? In aller Regel mit einer Diagnose, die ja einfach nur die Degeneration feststellt? Oder wie weit muss sie fortgeschritten sein, um dann eine OP anzuwenden? Also nochmal die Frage, wann konservativ? Also prinzipiell immer zunächst mal ein konservativer Therapieversuch, es sei denn, man sieht einen so großen Schaden oder wird durch neurologische Untersuchungsergebnisse, sprich Lähmung in den Beinen, dazu gedrängt, relativ schnell für den Patienten eine Lösung zu finden.
Welche Verfahren gibt es denn eigentlich für die konservative Behandlung? Wir haben ja viel über die OP geredet. Da wird minimalinvasiv operiert beispielsweise. Aber konservativ geht ja alles ohne Skalpell. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Physiotherapie ist das eine? Richtig, Physiotherapie ist sehr, sehr wichtig, gerade im Bewegungsapparat der Lendenwirbelsäule. Natürlich auch die Schmerztherapie, weil der Patient kommt ja nicht, weil er sich nicht gut bewegen kann, sondern weil er Schmerzen hat. Die Schmerztherapie ist natürlich mannigfaltig. Es gibt die tablettengestützte Schmerztherapie, aber auch natürlich, wenn man das intensivieren muss oder möchte, gezielte Spritzen an die Wirbelsäule oder an den Nerven, um die Schmerzen damit zu nehmen. Letztendlich auch die Katheterverfahren. Wenn man bei der Physiotherapie, wie findet man einen guten Physiotherapeuten? Das ist sicherlich immer in Zusammenarbeit mit dem Facharzt möglich. Der stellt dann ein 6er-Rezept aus, ne? Also 6-mal Behandlung und damit ist gut, oder wie? Ist sicherlich nicht einfach, wobei natürlich gerade die Physiotherapeuten hier in Deutschland sehr, sehr gut ausgebildet sind durch ihre Krankenhausausbildung, natürlich auch durch ihre Lehre. Da kann man eigentlich mit den normalen Erkrankungen, wie wir die Patienten da hinschicken, eigentlich von ausgehen, dass sie das beherrschen. Die Suche nach einem Experten für die Wirbelsäule ist für den Patienten ja nicht ganz einfach oft. Was empfehlen Sie den Patienten bei der Arztsuche? Ist das Internet da hilfreich beispielsweise oder sehen Sie das anders? Also prinzipiell vermeide ich immer den Begriff Experten, weil niemand kann ein Experte darauf sein. Das ist ein Feld, was immer wächst und immer neu wird. Und man muss da immer wirklich am Ball bleiben. Das ist sehr, sehr schwierig. Letztendlich muss ein Operateur in der Wirbelsäule oder ein guter Wirbelsäulenchirurg sämtliche Verfahren können und beherrschen. Das ist ungefähr so wie ein Handwerker. Ein Handwerker, der nur einen Hammer hat, der sieht auch immer überall nur Nägel. Und das darf nicht passieren. Also man muss immer wirklich alle Verfahren auch können. Experten natürlich, Internet, klar. Wichtig ist natürlich noch nicht mal, was der Arzt kann, sondern wie ist das persönliche Gespräch? Hat man eine Beziehung zu dem Arzt? Fühlt man sich da gut aufgehoben? Das ist viel wichtiger als letztendlich das eigentliche Können. Natürlich muss der Arzt gut sein, aber ich gehe davon aus, dass die Wirbelsäulenchirurgen in Deutschland alle hervorragend ausgebildet sind. Also die Chemie muss stimmen zwischen Patienten und natürlich. Arzt. Das war Frag den Doc mit Dr. Bernd Illerhaus. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Das war Neues aus der Medizin für heute. Schauen Sie sich um bei uns, liebe Zuschauer im Internet. Voten Sie dort mit, wenn es um das Thema einer unserer nächsten Sendungen geht. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am nächsten Sonntag. Tschüss und bleiben Sie schön gesund. Thank you.